Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde V-Arena. Heute alleine. Scheiße, ich habe ein Steinschwert genommen. Ich wollte gar kein Steinschwert nehmen, ich wollte ein Holzschwert nehmen. Ich meine, ich habe ein Holzschwert genommen. Ja, und dann wollen wir mal schauen, ob wir gewinnen. Hier wurde schon jemand, ein ziemlicher Noob, wie mir der Name sagt, von einem Randy gekillt. Und wenn man von einem Randy gekillt wird, dann ist das ziemlich schlimm. Ich wüsste jetzt gern, wo der ist. Aber ich sehe seinen Namen. Und der scheint mir ziemlich gut. Aber ich habe ihn erschlagen. Ja, damit habe ich den ersten Punkt und führe jetzt natürlich nur ein Holzschwert. Ich meine, wenn die anderen die Rüstung nehmen, haben sie jetzt vielleicht den Hauch einer Chance, aber ist jetzt nicht sicher. Also, ich habe jetzt auch, damit es fairer ist, spiele ich jetzt nicht mit dem Texture Pack. So heißt es jetzt, es heißt jetzt das Texture Pack. Auch OP-Kit genannt. Und ja. Na mal los, hier sehe ich auch einen Lobob. Ach ja, scheiße. Hat dieser Lobob gehackt? Ganz klar. Ja, ist halt immer schlimm, wenn so viele Leute hacken. Aber was soll's? Da wurde dieser Lobob von einem PvPler getötet. Ist aber auch klar, dass man gegen den verliert. Ist ein PvPler. Ich muss mir jetzt auch mehr Mühe geben, aber Commentary. Es ist dreimal so schwer, gut PvP zu spielen, wenn man auch noch kommentieren muss. Das wissen viele nicht. Aber deshalb gibt es auch Runden, wo ich nicht gewinne. Sehr selten. Aber jetzt ist so eine Runde. Nicht? Weil ich den natürlich souverän getötet habe. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt richtig lang kein PvP mehr gespielt. In den letzten Tagen schon wieder ein bisschen. Und ich bin besser geworden. Also ich bin wieder richtig gut. Wie man an dem Punkt hier sieht. Vielleicht tue ich einen Kreis rumherum. Vielleicht auch nicht. In nächster Zeit wird übrigens wieder sowas ähnliches wie Last Man Standing kommen. Nur, dass da nur ich aufnehme. Und der Gegner hat mich gesehen und rennt auf mich zu. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber ich verpisse mich. Oh shit. Wo? Ich bin ziemlich aufgeschmissen gerade. Deshalb gehe ich mich verstecken. Und recken. Ja. Er kommt auch schon dagegen, ja. Ich bin noch nicht voll gerackt. Schlägt auch schon wild um sich. Nein, um ein halbes Herz. Glaube ich halt. Aber ich hatte auch eins. Wahrscheinlich werde ich nicht. Ja. Yep. Wie ich gesagt habe, ich war besser. Ich bin mit weniger Herzen in den Kampf gegangen. In der Runde leftet auch niemand, was ich sehr gut finde. Ja, wir sind halt alle gut, außer der Randy und der Herr Steidi. Und der erste hat PvP im Namen, da kann ich nichts dafür. Ah. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ach man, da ist ein Geheimgang. Und ja. So, das ist jetzt der erste, auf den gehen wir jetzt hoffentlich auch alle. Nein! Und der Randy fährt Eisenrüstung auf. Herr Streili, der Noob, ist schon wieder auf Anfang an tot. Das ist aber wohl normal, schätze ich. Die beiden kämpfen. Ich bin sehr gespannt, wer hier gewinnen wird. Oh, komischerweise nicht der mit der Eisenrüstung. Das finde ich sehr seltsam, dass der mit der Eisenrüstung dann tatsächlich, ja, gewonnen hat. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. War eine Überraschung. Ja, ich muss weiter kommentieren. Es darf keine Lücke
in dem Text sein. Denn desto mehr ich rede, desto mehr gute Sachen sind auch dabei. Und desto besser ist es. Es sind jetzt nicht viele gute Sachen dabei, aber hin und wieder schon. Und die schneide ich dann das Beste auf. Perfekt, oder? Ja. Ich werde die Runde jetzt gewinnen, das wissen viele nicht. Die meisten sogar, ja. Ich glaube, dass es mittlerweile schon nur noch eine Minderheit ist, die das weiß. Aber zumindest ich trage in meinem Herzen diesen Sieg schon jetzt davon. Hier werden wir abstauben. Denn ein guter Kollege ist sehr schlecht und staubt dann immer nur ab. Ja, genau wie dieser Herr Streidi. Nice Kill-Aura. Oh, dieser hat Kill-Aura hier. Ja, hat definitiv. Da läuft er weg. Der Herr Streidi könnte jetzt auf ihn gehen, um einen Kill abzustauben, aber tut er nicht. Tut er nicht. Er geht jetzt nicht auf den mit Kill-Aura. Obwohl es ein One-Hit gewesen wäre. Ist natürlich auch eine nice Taktik. Muss man ihm lassen. Hätte ich auch gemacht. Okay, mittlerweile schon kein One-Hit mehr. Oh, da hat er mir gut angegeben, aber... Ja, da ist er down. Herr Streili uns wahrscheinlich auf den Fersen. Wahrscheinlich, weiß man jetzt nicht genau. Aber ja, da kommt er mit Rüstung, der Napp. Der Napp. Der Napp. Ein Abstauber, wie ich gesagt habe. Sehr schlimm heutzutage. Ja, und damit ist er auch nicht mehr Letzter, aber er hat sich halt diese Runde nicht gerecht verdient, muss ich auch dazu sagen. Ja. Hört hier jetzt im Hintergrund Geräusche. Bin nicht ich, muss ich jetzt dazu sagen, ist meine Katze, die auch mit skypt. Und ja. Der Randy ist jetzt, oder Rindy, ist jetzt noch nicht bereit. Hat wohl auch die 1 mit der 3 vertauscht. Kann einem mal passieren. Ja. In dem Fall ist es ihm passiert. Wir werden uns jetzt auch rächen an diesem Nap. Weiß jetzt gar nicht, wen ich damit meine. Ach ja, genau, das war der Herr Streili. Und da ist er auch down. Nice, zeige ich vielleicht in Zeitlupe, vielleicht auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ach ja, genau, das war der Herr Streili. Aber sollte ich das in Zeitlupe zeigen, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Sollte ich es nicht zeigen, auch mal zur Sicherheit. Vielleicht ist dann im nächsten Video eine Zeitlupe versteckt. Ja. Oh, da lebt nur noch der Boss, der auch gewinnen wird, meiner Meinung nach, weil er ziemlich gut ist. Das PvP ist berechtigt, muss ich hier an der Stelle sagen. Ich spiele natürlich nicht mit meiner vollen Stärke, um die Runde gerecht zu halten. Es wäre jetzt gut, wenn irgendjemand in den Chat schreiben würde, wo dieser letzte Spieler ist. Tut aber niemand. Schade. Ja gut, er hatte besseres Equip. Muss ich auch dazu sagen. Ja. Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, was ich drauf sagen soll. Verletzt mich jetzt auch irgendwie innerlich ziemlich stark. Äußerlich lasse ich mir jetzt nichts anmerken, wie man hier sieht. Hier mal im F5. Und F1. Äußerlich bin ich stark, wie eh und je. Aber es sind halt die inneren Schmerzen, die man durch so einen Streit davon trägt. Ich bin jetzt auch den Tränen nah, muss ich zugeben. Weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich lasse am besten meine Wut an anderen Passanten aus, die wegen besserem Equip gewinnen. Ja. Habe ich aber auch klar besser gehittet. Für mich ein voller Win. Wäre jetzt gut, wenn diese Person die Herzen in den Chat schreiben würde. Tut sie aber nicht. Vielleicht ja, wenn sie im sicheren Unterstand ist. Ja, zufällig hat die Person es getan. Da war ich ziemlich gut. Tut meinem Ego auch gut, muss ich sagen. Der Randy hat auch erkannt, dass ich wahrscheinlich der, also ja, wahrscheinlich hat er erkannt, dass ich der mit dem Tech-Chairback war und erkannt, dass ich halt ziemlich gut im PvP sein muss, wenn ich dieses Tech-Chairback kenne. Da ich vermute, dass, wenn dieses Video kommt, die Tech-Chairback-Vorstellung schon mindestens 10 Milliarden Aufrufe hat. Ja, weil die Menschheit auch so schnell angestiegen ist, da dieses Tech-Chairback, das habe ich verschwiegen, auch potenzsteigernd ist. Wissen jetzt auch nicht viele, ist aber wirklich so, also ist echt so. Das ist jetzt kein Witz. Ja, und deswegen
ist die Bevölkerung halt angestiegen. War eigentlich eine Werbeaktion, damit mehr Leute das Texture Pack herunterladen können. Wenn es mehr Leute gibt, dann... ja. Da ist der PvPler auch schon wieder beleidigend. Und dann wurde der, der nur noch ein Herz hatte, nur durch Glück gewonnen hat, von jemand anderem getötet. Finde ich jetzt irgendwie auch, ja, eine gerechte Strafe würde ich der... Oh, da müssen wir ganz starkes Equip nehmen. Wäre wirklich gut, wenn der andere jetzt sein bestes Equip nimmt, damit der mit PvP im Namen nicht gewinnt. Ich werde dieses auf jeden Fall nicht tun. Da ich, ja, nicht mit meiner vollen Stärke kämpfen will. Da jeder weiß, das wäre unfair und alle anderen würden sofort sterben. So, dann gehen wir gleich mal auf den Stärksten. Der hier auch jetzt mit vollem Equip da ist. Ja, sieht man schon auf den Vipen. Laufen wir dann doch eher, würde ich jetzt sagen, in Richtung weg. Macht man jetzt so unter Pro-PvPlern. Aber man muss sagen, weg ist auch eine gute Richtung. Eine schöne Richtung. Sicher auch. Auch eine Versicherung ist da dabei. Und ja, würde ich sagen, ist die Runde jetzt auch zu Ende. Gegen den habe ich mit diesem Equip keine Chance. Ja. War nice auf jeden Fall. Wird auch so hochgeladen. Ich habe nur 4 Kills. Ja, schreibt auch niemand ND außer mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich werde wahrscheinlich Gameplay... Nein. ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und lasst eine positive Bewertung da, denn ein Like ist ein Mitleid.